Einen wunderschönen guten Morgen, Piercing Studio Wermelskirchen. Die Pia sitzt heute bei uns und du hast heute Großes vor, ne? Was möchtest du haben? Ich hätte gerne Flätchen, Crunch und ein Tragus. Drei Stück auf einmal. Und dann habe ich direkt gefragt, hör mal, kann ich mein Video machen? Hast du gesagt, ist okay, ne? Genau. Für die Leute, die sich mal mehrere Piercings zu Hause stechen lassen wollen, da hilft das vielleicht weiter. Genau, wir können auch schon loslegen. Sterile Handschuhe sind startklar. Wir haben desinfiziert und eingezeichnet. Wir fangen mit dem Flat Helix an, machen danach den Crunch und zum Schluss den Tragus. Alles auf einer Seite, oder? Nee, wir alles haben zwei okay. auf einer ja. und den Tragus auf der anderen Seite. Und wir haben ja gesagt, wir stechen alle drei und danach mache ich genau. wieder den Schmuck rein. Okay. Ja. Dann fangen wir mit dem Flat an. Die Zange kannst du so ein bisschen merken, die kann leicht greifen. Zange sitzt und dann hast du auch ganz schnell deinen Flat. Und Flat Helix ist gestochen. Das war's. Nummer 1 ist fertig. Alles gut? Alles gut. So, Startklar für Nummer 2? Ja. Okay. Dann fixieren wir auch eben schnell den Punkt. Ist auch fixiert. Und Nummer 2 ist auch geschoben. Guck mal, keine Reaktion hier, Pia, am frühen Morgen. Ich habe nur noch den Tragus und dann hast du es auch schon geschafft. Und dann machen wir den Schmuck rein und dann ist es durch. Sehr gut. Cool. Frühen Morgen ist gut. Wir haben mittlerweile schon Mittag, glaube ich. Ne? Ich erzähle hier einen die ganze Zeit. Geil. So. Einmal. Tragus ist fixiert. Tragus ist gestochen. Und du hast alle drei Piercings. Perfekt. Voll tapfer. Cool. Super. Sieht sehr süß aus gerade. Dein Kreislauf geht es immer noch gut. Alles gut. Perfekt. Ersteinsätze sind Labrids in ihrem Fall. Natürlich in der Überlänge, damit es, wenn es zu einer Schwellung kommt, der Schwellkörper genügend Platz hat, man genügend Platz hat zum Reinigen und zum Pflegen. Und ab der 8. Woche, wenn dann alles super ist, fangen wir an zu kürzen. So. Ich sehe nichts. Wie möchtest du jetzt schlafen in der nächsten Zeit? Haben wir uns da schon Gedanken drüber gemacht? Ja, einfach nur gerade am Rücken. Gerade am Rücken. Wird schwierig. Ja, ich habe auch schon gesagt, am besten ist vielleicht Nackenrolle, Nackenhörnchen, ja. Monatkissen, irgendeine unterstützende Hilfe, damit man den Druck so ein bisschen minimiert. Ist zwar am Anfang etwas schwieriger, aber definitiv. Also ich habe zu Hause auch ein Nackenhörnchen, da sind so Körner drin, also nicht ganz so ein dickes. Ne? Und das lege ich mir aufs Kopfkissen und dann lege ich mich auf die Seite. Okay. Ne? Und das ist super. Also das kannst du dich wirklich dran gewöhnen. Okay. Der sieht schon richtig gut aus. Der passt da auch gut hin. Schön. Ja, haben wir uns einen 4 mm Swarovski ausgesucht. Dann machen wir jetzt den Conch. Und der ist auch dran. Ah, da hast du ein bisschen jetzt mal. Also, ja. Das hätte mich jetzt aber auch gewundert, ja. Wenn du das jetzt hier so straight alles durchziehst. Hast du das jetzt noch Weil, eine nee, okay. gar nicht. Den fandst du jetzt ein bisschen unangenehmer? Das hat gezwickt, ja. Okay, ja, so ist jede Stelle komplett anders, ne? Das kann man leider vorher nie sagen. Ja, aber überhaupt den Schmuck einsetzen, ne? Ja. Ist ja. Du warst ja schon mal bei uns. Schmuck einsetzen ist, glaube ich, immer blöder, ne? Ja, als stechen. Und auch fertig. Dann haben wir nur noch. Voll cool. Also, das sieht schon mal sehr gut hier aus. Klasse. Perfekt, dann machen wir noch den Tragus. Und dann hast du alle drei Piercings mit Bravura. Wieso direkt drei? Kommst du weiter, von weiter weg? Nee, oder ich hast dachte, wenn schon, denn wenn schon. Wenn schon, denn schon. Ja, okay. Dann hast du direkt alle. Ja, habe ich auch schon gemacht. So, Schmuck ist auch drauf. Der Schmuck ist drin. Geschafft. Super, Pia. Dann machen wir auch noch eben schnell das Glitzersteinchen. Perfekt. Und dann war es das schon. Hast auf jeden Fall super tapfer durchgezogen hier. Drei Piercings. Ich lebe noch. Genau. Ja, weil ich werde auch schon mal ganz oft gefragt, über WhatsApp oder Instagram oder kann man auch mehrere Piercings an einem Tag stechen, ne? Deshalb habe ich gedacht, komm, dann filmen wir die Pia mal, wenn die das möchte. Ja, und wie man sieht, hat sie ja super tapfer hier alles hinbekommen. Genau, und dann haben wir da auch nochmal den Tragus, auch mit einem 3 mm Steinchen. Cool. Super. Alles klar, Pia, vielen lieben Dank und einen schönen euch. Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.